Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschützbereit! Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Infanterie um 12 Uhr. MG-Feuer eröffnet. Bereithalten.
gesichert. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger hatten Sie keine Chance. Drücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl, Kommandant. Gegen Durchschlag. Treffer. Zerstört. Hier ist keine Chance gegeben. Holen wir uns die Stadt zurück. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Hinter den Fenstern! Thank you.
Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor. Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt. Herz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant. Mit der Ruhe, Kerz. Er war der Startklar! Achtet auf die Gebäude! Alles klar! Wir können los!
klar. Noch mehr feindliche Panzer. Wie viele Panzer haben die wohl? Wir schaffen das. Sollen sie nur kommen. Bericht. Wir werden uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
Wo ist Hauptmann? Wo ist er hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler.
Bewegung! Thank you.
einfach dem Feuerwerk gefolgt. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente.
around. Don't. Hey! See what it was. What the world? Put him there! Get down! I'm hurt! I need to reach him! I don't see him! Jetzt zurück zu Stefan. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kurt. Shermans, vorrücken und angreifen. Reparaturen erledigt!
Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Stellung. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteidigen Sie den Brückenkopf um jeden Preis! Lassen Sie niemanden vorbei! Moment, die Wand sollte sanft sein! Lower your weapons! You cannot win this fight! Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Durch in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Was sind die Befehle, Kommandant? Wir sind nicht durch die Panzerung gekommen!
Panzer nähern sich! Amerikanischer Panzer!
uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kurt! Kurt! Ich weiß, er war ihr Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Es waren doch ihre Worte, oder? Bei dir, sag sie's! War das nicht so? Just give